Mein Name ist Adrian und in diesem Video zeige ich dir, wie du Videoprojekte in Final Cut so archivieren kannst, dass sie möglichst wenig Speicherplatz verbrauchen, aber trotzdem zu einem späteren Zeitpunkt noch komplett editierbar sind und wir auch noch Veränderungen vornehmen können. Und das ist gerade im Videobereich unglaublich wichtig, denn Videos verbrauchen sehr viel Speicherplatz und wir wollen sie gegebenenfalls nach einem Jahr oder zwei vielleicht nochmal auspacken, um daraus nochmal einen Zusammenschnitt zu machen. Und dementsprechend hier jetzt meine Lösung, wie das Ganze in Final Cut funktioniert. Und wir starten jetzt hier rein in Final Cut mit einer Mediathek, die heißt hier Mediathek A, mit einem Ereignis, das ist hier das Ereignis A0 und dem Projekt A. Und wie du siehst, das Projekt A ist hier unten gerade auf und hier verwenden wir zwei Videoclips, das Video 01 und das Video 02. Und hier in der Dateiübersicht sehen wir dann auch dieses kleine Dreieck hier vorne dran, das uns signalisiert, dass dieses Video verwendet wird. Video 02 wird verwendet und Video 01 wird verwendet. Und genau jetzt möchte ich dir zeigen, wie du es schaffst, das Projekt so zu archivieren, dass genau diese zwei Clips zwar mit archiviert werden, aber Videoclip 03 eben nicht mit archiviert wird. Denn wir sehen hier, Videoclip 03 wird in der Timeline, wird in diesem Projekt nicht verwendet. Und gerade wenn du große Shoots hast, wo ein Take 1, 2, 3, 4, 5 Mal wiederholt wird, dann brauchst du natürlich nur den finalen Take zu archivieren. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Als erstes erstellen wir uns hier unter Ablage neu eine neue Mediathek. Die nennen wir jetzt einfach mal B und legen sie hier eben auch auf dem Schreibtisch ab. Hier wird jetzt automatisch ein Ereignis erstellt. Das können wir jetzt einfach auch mal B0 nennen, der Übersicht halber. Und jetzt können wir hier reingehen in unser Ereignis A0 wieder, in der anderen Mediathek, denn wir haben ja jetzt hier die Mediathek A und die Mediathek B. Und jetzt können wir uns das Projekt A einmal in unsere Mediathek B0 bzw. in unsere Mediathek B rüberziehen. Einfach so Drag-Drop einmal hier fallen lassen. Jetzt werde ich gefragt, ob hier die Dateien kopiert werden sollen. Dann sage ich okay. Und wenn ich jetzt hier in das Ereignis B0 gucke, mit dem Projekt A wieder, das haben wir ja kopiert, dann hat er nur die Dateien kopiert, die auch tatsächlich in dem Projekt verwendet worden sind. Das heißt, unser Video 03 ist hier nicht mit drin gelandet. Das hilft uns natürlich jetzt, weil wir können jetzt zum Beispiel diese Mediathek B direkt auf der externen Festplatte anlegen, direkt auf unserem Massenspeicher anlegen und dann das Projekt so rüber kopieren, sodass nur die Dateien mitkommen, die hier auch tatsächlich in der Timeline verwendet wurden. Wenn ich jetzt aber zusätzlich noch einen Take habe, wo ich weiß, der ist wichtig, den habe ich zwar nicht verwendet, aber den möchte ich mir dazu noch abspeichern, dann kann ich natürlich auch hingehen und hier auch mein Video 03 einfach noch mit ins Archiv B 0 rübernehmen, hier einmal OK sagen und dann ist natürlich auch Video 3 hier mit drüben in dieser Mediathek. Das war der erste Step. Ansonsten kann ich dir noch empfehlen, jetzt hier in Mediathek B reinzugehen, auf Ablage zu gehen und hier die generierten Mediatheksdateien zu löschen. Und hier können wir dann alles auswählen, Renderdateien löschen, optimierte und Proxy-Medien löschen. Das sind nämlich alles Dateien, die wir uns im Nachhinein, wenn wir das Projekt nochmal aufwärmen wollen, uns nochmal generieren können. Das heißt, das kann jetzt alles gelöscht werden und dann ist diese Mediathek B sozusagen ready. Das ist sozusagen unser Archiv, um dann damit irgendwann mal weiterarbeiten zu können und unsere Mediathek A in dem Fall können wir dann einfach löschen, um dann uns Speicher wieder zur Verfügung zu stellen. Also wie gesagt, hier der kleine Workaround mit einer zweiten Mediathek, wo ich das Projekt dann als Timeline quasi rüberziehe, sodass hier nur die Clips mitkommen, die tatsächlich auch in dem Projekt verwendet werden. Wenn ich dir damit weitergeholfen habe, lass gerne eine positive Bewertung da. Wenn du noch Fragen hast, pack sie in die Kommentare und ansonsten freue ich mich, wenn du uns hier weiter folgst und wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Also bis dahin, ciao!